Hallo, liebe Deutschlerner! Heute sprechen wir über den Unterschied zwischen gelangen und gelingen. Was ist der Unterschied? Nun, die beiden Wörter unterscheiden sich nur um einen Buchstaben. Ja, gelangen, gelingen, aber sie haben unterschiedliche Bedeutungen. Gelangen bedeutet, dass man ein Ziel erreicht. Zum Beispiel, nach mehreren Stunden Aufstieg gelangten wir zur Hütte. Ja, wir haben die Hütte jetzt erreicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ja, und so benutzt man das Verb gelangen. Ja, wir gelangten zur Hütte, nachdem wir mehrere Stunden gewandert sind. Ich kann gelangen auch bildlich gebrauchen. Zum Beispiel, wie gelangen wir an das Ziel unserer Wünsche? Ja? Also einmal physisch und einmal bildlich ein Ziel erreichen. Eine zweite Bedeutung von gelangen ist auch ein zu etwas gelangen, ja? Einen angestrebten Zustand erreichen. Zum Beispiel, es gibt ungezählte Möglichkeiten, um zu Reichtum zu gelangen. Okay, es gibt ungezählte Möglichkeiten, um zu Reichtum zu gelangen. Ja, das ist auch ein Ziel. Ja, und in diesem Fall ist es ein Zustand, den man erreichen möchte. Und zwar Reichtum. Ja, man kann gelangen auch anders gebrauchen, und zwar veröffentlicht werden. Okay? Zum Beispiel kann ich sagen, das Werk ist niemals zum Druck gelangt. Ja, also das Buch, ja, wurde nie gedruckt. Ja, und damit kann ich ausdrücken, dass es nicht gedruckt wurde, indem ich sage, das Werk ist niemals zum Druck gelangt. Gelingen bedeutet, etwas erfolgreich zu Ende bringen. Zum Beispiel, wider Erwarten gelang es uns, rechtzeitig den Bahnhof zu erreichen. Ja? Und das Präteritum von gelingen ist, es gelang. Ja? Wenn ich etwas erfolgreich zu Ende bringe, dann gelingt es mir. Ja, das Verb ist gelingen. Ich kann auch sagen, es gelang mir. Ja, es gelang mir. Ich hatte Erfolg. Ja, ich habe es erfolgreich zu Ende gebracht. Ja, oder genau. Und das ist vielleicht die Verwirrung, dass in der Vergangenheit, ja, dritte Person Singular, Vergangenheit, von gelingen ist gelang. Ja, es gelang mir oder es gelang den Leuten, ihr Ziel zu erreichen. Aber das hat nichts zu tun mit gelangen. Ja, es gelang mir, ja, Infinitiv, gelingen. Und gelangen, ja, in der Vergangenheit ist es gelangte, ja, oder er gelangte zur Hütte. Ja, sie gelangte zur Hütte. Aber wenn ich gelingen meine, dann sage ich, es gelang. Ein feiner Unterschied, aber ein sehr wichtiger Unterschied. Okay? Im Infinitiv sind sie nur um ein Wort verschieden. Aber im Präteritum benutzt man auch ein A im Wort von gelingen. Ja, Präteritum von gelingen hat auch ein A. Es gelang. Okay, ich hoffe, dies war verständlich. Falls du immer noch Probleme hast, ja, dann empfehle ich Wiktionary. Ja, Wiktionary hat nicht nur die Bedeutungsübersicht, sondern auch eine Tabelle mit den Flexionen.
Okay, kannst du sehen, wie das Wort konjugiert wird. Ja, du kannst sehen, wie das Verb konjugiert wird. Und dann siehst du direkt, welche Form du gebrauchen musst. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir gelingt all das, was du dir vornimmst. Und ich hoffe, du gelangst zu deinen Zielen. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.